Schauspieler hat sein Wetterflugzeug Straight Flash genannt. Auf den Namen Little Boy hatten sie die 5000 Kilogramm schwere Uranbombe getauft. In der nächtlichen Frühe des 6. August 1945 starten drei B-29 von der Koralleninsel Tinian in Richtung Südjapan. Zum ersten Atombombenabwurf in der Geschichte. Es ist 2.45 Uhr, Tinian-Zeit. Für die Superbombe sind drei japanische Städte unzerstört geblieben. Erst die örtliche Wetterlage soll über das endgültige Ziel entscheiden. Bis dahin sind 6000 Kilometer zurückzulegen. Im Frühjahr 1945 steht Hitler-Deutschland kurz vor der Kapitulation. Die Rote Armee ist auf dem Vormarsch nach Berlin. Der Krieg nimmt ein rasches Ende. Deutsche Städte wie Hamburg, Stuttgart, München oder Berlin bleiben von Atombomben verschont. Erneut wenden sich Szilard und Einstein mit einem Schreiben an Roosevelt. Darin erheben sie beschwörend ihre Stimme, die Atombombe nun nicht mehr einzusetzen. Szilard sagte dazu später: Ja, sehen Sie, nicht weil die Waffe gefährlich war, sondern weil wir Deutschland besiegt hatten. Ich glaubte im März 1945, dass die Japaner den Krieg nicht gewinnen könnten. Wenn man nun an diesem Punkt angekommen ist, jeder wusste, sogar sie selbst, dass sie den Krieg nicht gewinnen konnten. Der Friede musste ausgehandelt, nicht mit Bomben erzwungen werden. So schickte ich eine Denkschrift zur Forschungsgruppe in Chicago und alle stimmten mit mir überein, dass es völlig ungerechtfertigt sei, Atombomben auf japanische Bürger zu werfen. Ich hoffte, diese Denkschrift zur Kenntnis von Roosevelt zu bringen. Denkschrift und Brief bleiben ungeöffnet auf dem Schreibtisch des Präsidenten liegen. Roosevelt ist gestorben. Für das Anliegen von Einstein und Szilard gibt es keinen Adressaten mehr. Roosevelts Nachfolger wird Harry S. Truman. Als Senator hatte er den Überfall Hitlers auf die Sowjetunion so kommentiert: If we see that Germany is winning, wenn wir sehen, dass Deutschland gewinnt, sollten wir Russland helfen. Und wenn Russland gewinnt, sollten wir den Deutschen helfen, damit sich auf diese Art und Weise so viel als möglich gegenseitig töten. New York Times, 24. Juni 1941. Es erfüllt den neuen Präsidenten und seine Berater mit Genugtuung, als Kriegsminister Stimson sie über den Stand der Entwicklung und Herstellung einer Atombombe informiert. Mit aller Wahrscheinlichkeit werden wir innerhalb von 4 Monaten die fürchterlichste Waffe in der Geschichte der Menschheit fertiggestellt haben. Wir standen unter unglaublichem Druck, um damit vor der Konferenz von Potsdam fertig zu werden. Professor Robert Oppenheimer, der wissenschaftliche Leiter der Atombombenfabrik. Der militärische Befehlshaber war General Groves. Professor Oppenheimer zu den Anfängen. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort fiel mir Los Alamos ein und wir fuhren mit Groves dorthin. Der Ort hatte seine Nachteile. Es gab kein Wasser, keine gute Zufahrtsstraße. Aber Groves gefiel er. Und bevor ich an etwas anderes denken konnte, entschied er, der Platz sei gut genug. Und ich meine, der Platz besaß einige Vorzüge, die alle Nachteile wettmachten. So entstand in Los Alamos, in der Wüste von Arizona, ein gigantisches Labor- und Fabrikgelände. Insgesamt waren 150.000 Menschen 3 Jahre lang tätig für das Unternehmen Trinity, Dreieinigkeit. Die Beschwörung des Himmels für die perfekte Bombe. University people looked extremely grave indeed. And so I would say that most of us. Daher würde ich sagen, dass die meisten von uns vom Wunsch besessen waren, eine Niederlage zu vermeiden, ein Ende der feindlichen Drohung zu sehen. Ich glaube, dass viele, ich möchte nicht für alle sprechen, einsahen, dass eine erfolgreiche Entwicklung zu einem jener Wendepunkte der Geschichte führen würde, wie es dann auch wirklich der Fall war. Nachdenklich gewordene Physiker
die an der höllischen Dreieinigkeit beteiligt waren, erklärten später: Die Summe tausender Einzelhandlungen von höchster Gewissenhaftigkeit führte schließlich zu einem Akt kollektiver Gewissenlosigkeit von schauerlicher Größe. Potsdam, Juli 1945. Hier treffen sich Churchill, Truman und Stalin, die Staatsoberhäupter Großbritanniens, der USA und der UdSSR, um die Nachkriegsziele der Alliierten zu vereinbaren. Insbesondere die für Deutschland. Den Weg nach Potsdam ist Truman ungern gegangen. Auf sein Betreiben hin ist die Konferenz mehrmals verschoben worden. Er brauchte zuerst die Bombe. Jetzt ist seine diplomatische Trumpfkarte gegen den sowjetischen Verhandlungspartner zum Greifen nahe. Babelsberg, der Wohnsitz der Großen Drei, ist vom militärischen Zeremoniell der alliierten Kommandos geprägt. Churchill hat in der Ringstraße Quartier gemacht. Truman und Stalin in der Kaiserstraße. Truman besucht Winston Churchill. Er will ihn selbst über den neuesten Stand des Unternehmens Trinity informieren, den bevorstehenden Test der neuen Superbombe. In einem vertraulichen Gespräch sagt Truman: When it explodes, and I believe that it will, then I will certainly have a big stick for those boys. Wenn sie explodiert, und ich glaube, sie wird es tun, dann werde ich sicher einen Knüppel für diese Jungs haben. So liegt schon vor Beginn der Konferenz der bedrohliche Schatten der Bombe auf dem Verhandlungstisch im Schloss Sizilienhof. Die Enola Gay empfängt die Wettermeldung der über Hiroshima kreisenden Straight Flush. Bombardierungsbedingungen vorzüglich. Jetzt geht Commander Tibbets auf Kurs 353. In Hiroshima verkünden die Sirenen Entwarnung. Im Logbuch der Enola Gay ist eingetragen: Um 7.30 Uhr hat Captain Persons die letzte Hand an seine Bombenmontage gelegt. Nun hat die Bombe Leben in sich. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, sie unmittelbar hinter sich zu haben. 7.40 Uhr, nun Leute, jetzt dauert es nicht mehr lange. Am Tage vor Beginn der Potsdamer Konferenz macht Truman einen Abstecher nach Berlin. Flag of victory over the capital of our greatest adversary. Wir sind heute hier, um über der Hauptstadt unseres mächtigsten Gegners die Flagge des Sieges zu hissen. Das Volk der Vereinigten Staaten hofft auf eine bessere Welt, in der alle Menschen die guten Dinge des Lebens genießen können und nicht nur wenige Auserwählte. To a better world, a peaceful world, a world in which all the people will have an opportunity to enjoy the good things of life and not just a few at the top. Let's not forget
that we are fighting for peace. Vergesst nicht, dass wir für den Frieden kämpfen und für die Wohlfahrt der Menschheit, nicht für Eroberungen. Wir wollen Frieden und Wohlstand für die ganze Welt. Wenn wir die ungeheure Maschinerie, die diesen Sieg möglich gemacht hat, für den Frieden einsetzen können, dann gehen wir dem größten Zeitalter der Menschheit entgegen. Wir haben eindeutig bewiesen, dass ein freies Volk die Angelegenheiten dieser Welt erfolgreich in seine Hände nehmen kann. Während der Fahrt nach Babelsberg kreisen die Gespräche des Präsidenten und seines Kriegsministers immer wieder um den Test der neuen Bombe in New Mexico. Stimson braucht die Erfolgsnachricht aus dem Pentagon. Am Tage danach wird die Bombe unweit von Alamogordo in der Wüste von New Mexico gezündet. Professor Oppenheimer und General Groves haben ihre große Stunde. Ein ehemaliger Mitarbeiter berichtet, dass Groves von einer einzigen Furcht besessen war, dass der Krieg zu Ende gehen könnte, bevor seine Bombe fertig ist. Auch nachdem Deutschland kapituliert hatte, trieb er seine Untergebenen unaufhörlich an. Wir dürfen keinen einzigen Tag verlieren. In Babelsberg werden jetzt schon die Stunden gezählt. July 19, 1945, 5.30 Uhr Ortszeit. Die erste Kernspaltungsbombe ist gezündet. Die Steine, die die Bombe mit ihren Millionen Grad zerschmolzen hat, haben seither den Namen Trinitit. Auf dem ehemaligen Ufergelände in Babelsberg befindet sich die Funkstation des amerikanischen Präsidentenstabes. Hier trifft die lang erwartete Meldung ein, die wie eine freudige Familiennachricht klingt. Baby gesund. Kriegsminister Stimson überbringt die frohe Botschaft seinem Präsidenten. Im Little White House, im kleinen weißen Haus, herrscht freudige Hochstimmung. Truman erklärte: The weapon gives me a completely new feeling of self-confidence. Die Waffe gibt mir ein völlig neues Gefühl der Selbstsicherheit. Diese Selbstsicherheit bringt er nun täglich mit an den Verhandlungstisch im Schloss Sizilienhof. Jetzt trägt er die Bombe wie einen Colt am Gürtel. Winston Churchill gestand dem Chef seines Generalstabs, dass er fasziniert ist von dem Gedanken, mit der Bombe russische Industriezentren zerstören zu können. Stalin erfuhr von Truman in einer Verhandlungspause, dass die USA über eine neuartige Waffe verfügen. In Babelsberg versammeln sich die Generale des USA-Oberkommandos. Sie empfehlen den Einsatz der neuen Bombe vor dem 8. August, dem seit Monaten vereinbarten Datum des Kriegseintritts der Sowjetunion gegen Japan. In der Kaiserstraße 2 am Griebnitzsee, im oberen Stockwerk des Little White House, wird dann entschieden, die Bombe am 6. August auf eine der drei japanischen Städte zu werfen, die bisher von Luftangriff planmäßig verschont worden sind.